Wir sind zurück. Okay, ich glaube, wir sind wieder in der Realität. Den Spuren auf dem Boden zufolge wurde das Bett oft bewegt. Bücher über Astronomie. Der Mond, Krater, Meere und Mythen. William scheint ja auch vom Mond besessen gewesen zu sein. Von diesem Loch aus konnte ich nur den Mond sehen. Konnte das reines Glück sein? Ich weiß es nicht. Es war viel zu dunkel. Ach komm schon, das ist noch fast im Licht. Ich muss es nur in die Hand nehmen und den Schritt zurücktreten. William Vespers Tagebuch, Auszug 4. 4. Oktober 1916. Wenn der Mond die Nacht erhellt, hören die Schatten zu schreien auf. Daher betrachte ich Luna so oft es mir möglich ist. Ich spüre die Wärme in meinem Körper. Ich rede mit ihr, damit sie noch etwas bleibt. Wenn ich nicht mehr hinsehe, habe ich sie eine Zeit lang noch vor Augen, als verweilte sie in meinem Geist. Wahrscheinlich mag ich deshalb die Nacht lieber als den Tag, obwohl die Nacht mit all ihren Schatten so gefährlich ist. Und wegen Mutter. Wenn der Mond sie töten könnte, wäre ich vielleicht gerettet. Und Luna könnte ihren Platz einnehmen. Ich bin erst 12 Jahre alt und ich möchte nicht im Dunkeln sterben. Schon so früh hat er diese Obsession für den Mond entwickelt. Und er hat ja Selina dann offenbar als Gegenstück zum Mond oder als Mond angesehen, oder? Also so kam es mir zumindest teilweise vor. Ich glaube. Kannst du bitte ein Streichholz anmachen? Ist Selene nicht auch die Göttin des Mondes oder so? Keine Ahnung. Habe ich keine Streichhölzer mehr? Habe ich keine Streichhölzer mehr? Ich kann nicht. Ja, ich kann kein Streichholz benutzen. Was ist los? Steht das irgendwo? Steht irgendwo, ob ich noch Streichhölzer habe? Nee, ne? Aber wir können mal kurz gucken, ob wir noch irgendwas haben, was wir noch nicht angeschaut haben. Selina saß wartend in einem Sessel vor einem großen Spiegel, ihr gegenüber ein Spiegelbild, das zwischen zwei Welten eingefroren war. Ich war es, der sie in die Realität zurückholen musste. Worauf wartete sie? Fehlte etwas? Ja, ich habe keine Streichhölzer gerade irgendwie zum Benutzen. Ja, das bringt's mir nicht. Machen wir lieber mal wieder an. Hat die mir meine Streichhölzer abgenommen, als ich jetzt ohnmächtig war? Oder wie sieht das aus? Okay, das ist nur das Bett. Tja, ohne Streichhölzer komme ich ja auch nicht raus, ne? Will ich mal so anmerken. Ich kann ja die Tür nicht öffnen. Was soll ich denn jetzt machen? Liegen hier irgendwo welche, ist die Frage. Ich kann nichts tun. Zumindest waren diese Flaschen nützlich gewesen. Diese leeren. Ja, wie komme ich denn jetzt hier wieder weg, ist die Frage. Das hatten wir schon, die Bücher. Das ist ja auch geil. Meine Streichhölzer sind weg. Und ohne Streichholz kann ich keine Türen öffnen. Okay, das hatten wir schon. Na, das ist ja jetzt interessant. Wie finde ich denn jetzt hier den Weg wieder raus, ist die Frage. Irgendwo müssen ja welche sein. Vor allem, ich hatte ja eigentlich einige gehabt. Die können doch nicht weg sein. Ist das jetzt ein Bug oder wie sieht das aus? Ach, selbstgemacht, aber funktionstüchtig. Eine weitere Lampe, okay. So lässt sich auch die Tür nicht öffnen. Na danke. Okay, dann habe ich also wirklich keine Streichhölzer, wie es scheint. Was haben wir hier? Die Halterung des Bildes war schwach. Vielleicht mit einem weiteren Schlag? Das Gemälde verdeckte ein Guckloch. Die Sache wurde zunehmend düsterer.
Okay. Was? Was ist das? Kann ich damit irgendwas anstellen? Nicht so wirklich, oder? Hm. Selina, die bewegungslose Wächterin, erwartete etwas von mir. Die Frage ist was? Ach, hier drüben, siehst du mal, hier hängt doch was. Ein Schlüssel wartete im Schatten, wartete darauf, dass ich ihn finden würde. Es ging gar nicht um das Guckloch, es ging um den Schatten, beziehungsweise das Licht. Na? Der Schlüssel passt nicht. Vielleicht denn für hier irgendwie? Ah. Licht. Und wir sind im Bad angekommen? Das ist ein extra Raum, in dem wir noch nicht waren, oder? Margarets Tagebuch, Auszug 14. 15. September 1911. Ich fand Henry aufgebäumt in seinem Bett, splitternackt an den Laken festgeklammert, als wären es Ketten. Sarah kam rein und schrie, er ist besessen! Ich trug ihr auf, die Dienstboten zu wecken und nach Dr. Rosenthal zu rufen. Sie war nur zu froh, das Zimmer verlassen zu können. Ich trat nah an Henry heran. In der Dunkelheit sahen seine Augen aus wie zwei Quecksilberkugeln. Die Augen seines Sohnes. Auf der ganzen Brust hatte er Kratzer von seinen eigenen Fingernägeln. Er griff nach dem Ärmel meines Nachthemds und zischte, da bist du ja, Hure! Er zog mich an sich, an sein obszön geschwollenes Gemächt. Die Vergangenheit und die Gegenwart waren eins und zeichneten mit einer dunklen, blutigen Linie die Zukunft vor. Er war verloren, ein ruinierter Mann, wie mein Vater. Ich war verdammt. Gott hatte mir den Rücken zugekehrt. Ja, ich glaube auch nicht, dass sie es einfach gehabt haben wird, das gebe ich zu. Aber deswegen muss man trotzdem nicht so verbittert sein, wie sie es dann später ist. Oder so bösartig. So, haben wir wieder einiges an Streichhölzern jetzt. Wunderbar. Margarets Tagebuch, Auszug 13, 15. September 1911. Es geschah heute Nacht, gegen 1. Das Haus war still. Sarah hatte William nach dem Abendessen zu Bett gebracht und Henry hatte gegen 10 Uhr abends mit den Worten, er sei müde, das Wohnzimmer verlassen. Ich dachte, wir hätten es längst hinter uns, Ausreden erfinden zu müssen. Ich malte in meinem Zimmer, als ich den Schrei vernahm. Mein Herz setzte aus. Ich sagte mir, es sei nur Einbildung gewesen, doch der Schrei erklang erneut. Ein Schrei uralter Furcht, der aus dem Abgrund nach mir griff. Eine Tür, die ich für immer verschlossen geglaubt hatte, wurde in meinem Geist aufgerissen. Und hinter ihr stand ein verängstigtes Kind, das dachte, ihr Vater käme von den Toten zurück, um sie zu holen. Ich riss mich schnell zusammen. Ich ging in den Flur. Die Schreie kamen aus Henrys Zimmer. William war wach und wollte zu seinem Vater laufen. Ich schickte ihn trotz seiner Tränen wieder ins Bett. Ich wusste nur zu gut, was mich drinnen erwartete. Okay, also ist es kein wirklicher Fluch, sondern eben dies, was das Syphilis, ne? Mit der sie halt schon bei ihrem Vater leben musste und Henry hatte das dann auch. Also sie war extrem verbittert, wie es scheint, einfach auch. Die Frage ist, ob es nur verbittert war oder da, eigentlich muss ja viel mehr dabei sein. Eine Art Göttin der Fruchtbarkeit. Auf dem Etikett stand Cyanid. Oh, nicht gerade ein alltägliches Parfüm. Richtig. Lebte Selina hier oder waren das nur die Wahnvorstellungen eines Verrückten? Die Art von Instrument, das jede Frau vor dem Spiegel benötigt. Ach. Okay. Es hätte Selinas Lippenstift sein können. Eine heilige Reliquie. Gut, wir haben die Bürste. Oh, nicht so gut. Schnell wieder an. Wir wollen natürlich Licht haben. War der Mann im Spiegel wirklich ich? Ich sah aus wie ein Toter. So, und dann werden wir hier jetzt wohl auch wieder rauskommen, oder? Der Stuhl blockierte die Tür. Man musste nicht fragen, warum.
Wieder in Freiheit. Wunderbar. Oh, Mensch, musst du die Feuer, die Streichhölze denn immer wieder ausmachen? Oh, ho, 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 ho. Ich gehe ja. Ich gehe da mal hier rein, ne? Oh Gott, die verfolgt mich ja weiter. Das Miststück, die ist mir ja richtig weit hinterhergerannt. Die traut sich was. Na gut, wir wollen mal Licht machen. Und Selina mit der Bürste versorgen. What was her story? Her beauty. Her light. They didn't match the sadness in her eyes. We were bound. She was trying to guide me, to draw me to her, like a dream which has to be dreamt just to be. She had helped me stay alive until now. This was more than enough to want her presence. Okay. Und dann war sie weg. Können wir jetzt den Schrank öffnen? Sie ist im Schrank verschwunden gerade. Ah. Eine Geheimtür. Hier konnte mich nichts mehr überraschen. Gut, ich speichere mal. Das wäre vielleicht ganz angebracht jetzt. Und dann werden wir uns mal diese Geheimtür anschauen. Mal sehen, wo die hinführt. Vielleicht kommen wir über einen Umweg in die hintere Ecke dann. Wo wir ja beim letzten Mal noch von der Schreckschraube ein bisschen überrascht wurden. Achso, Quatsch. Nicht durch die Tür, du sollst durch die Geheimtür gehen. Hab mich gerade schon gewundert, da waren wir doch schon. Oh, die sieht aber ganz schön zerkratzt aus hier. Verschlossen? Okay. Margarets Tagebuch, Auszug 8. 7. August 1899. Heute wurde ich dem Vespersohn vorgestellt, demjenigen, der mein Ehemann werden und das Bündnis unserer beiden Familien besiegeln sollte. Ihr Erfolg in der Textilindustrie war spektakulär, doch ich spürte keine Lebenskraft in diesem Mann, Henry. Er scheint von eher ärmlichem Blute zu sein. Er ist nicht groß und wäre sein Schneider nicht so begabt gewesen, hätte er keinerlei Eleganz ausgestrahlt. Doch unsere vermögenden Zeiten liegen weit zurück und wir brauchen diese Leute, um wieder an Einfluss zu gewinnen. Heutzutage respektieren die Menschen nur noch Geld. Durch diese Allianz kommen den Vespers unsere Kontakte zu den bedeutendsten und ältesten Familien Bostons zugute. Ihr vom Wettbewerb und der Politik eingezwängtes Geschäft wird umso mehr erblühen. Ich kann nicht umhin, mich diesem Mann und seinem treuen Hundeblick in vielerlei Hinsicht überlegen zu fühlen. Seine Stimme übertönt kaum das Rauschen des Meeres. In einigen Monaten wird Hochzeit gefeiert. Ich bin nicht wirklich aufgeregt. Doch wenn mein Fleisch die Fackel unserer Wiederauferstehung sein kann, bin ich zu diesem Opfer mehr als bereit. Okay, eine arrangierte Ehe, die nie auf Liebe gegründet war. Margaret war eine schlechte Erinnerung, selbst für dieses Haus. Ich brauchte zwei freie Hände dafür. Dann müssen wir wohl einen Lichtschalter finden. Okay. Nochmal entzünden, bitte. Margarets Tagebuch, Auszug 10. 2. April 1906. William gedeiht gut. Er hat die blasse Haut und die schwächliche Gesundheit seines Vaters. Ich habe immer ein Auge auf ihn. Er ist sehr schnell für einen Zweijährigen. Ich stimuliere ihn mit allen möglichen Tests und Erfahrungen, um seine Seele zu erheben. Turners Gemälde haben ihn in helle Aufregung versetzt. Bach erfreut ihn. Seltsamerweise mag er bittere Sachen und blickt immer sehr intensiv auf ein Bild von Jesus. Ich versuche, in ihm zu lesen. Ich versuche, sicher zu gehen, dass nicht alles vergebens war. Wird er stark genug sein, eine Säule dieser Welt zu werden? Gott, gib mir den Glauben, um all die Zweifel zu zerstreuen. Heute Morgen habe ich einen Lichtschimmer in seinen Augen gesehen, der mich an meinen Vater erinnerte.
Seine Augen sind zu tief, wie zwei düstere Gruben. Mir ist nicht wohl dabei. Sie prüfen deine Seele auf einen Durchschlupf. Im Griff nach seinem Arm, damit er aufhört, dann sah ich, wie Henry mich von der Türschwelle aus beobachtete. Er überwacht mich stets, wenn ich mit dem Kind allein bin. Okay, wir brauchen immer noch Licht. Ach, hier drüben geht's noch ein ganzes Stück weiter. Margarets Tagebuch, Auszug 9. Den Stuhl ignorieren wir mal einfach. 6. März 1904. Dr. Rosenthal hat es bestätigt. Ich bin schwanger. Sarah, das arme Ding, die mehr in Händen als in Büchern liest, glaubt, es wird ein Mädchen. Und doch beunruhigt mich etwas. Es ist nicht die übliche Müdigkeit und Übelkeit, sondern es ist diese Masse, die in mir wächst wie ein dem Untergang geweihter Stern. Es wird ein Junge, ich weiß es. Sein Ego lastet bleischwer auf meinen Eingeweiden. Ich hatte Albträume, in denen Vater mich heimgesucht hat. In einem lag ich nackt auf einem Haufen schwarzer Asche. Die Asche meiner Vorfahren. Ich war bewegungsunfähig, während Vater, seinen Mund klebte fest auf meinem Bauch, Worte flüsterte, die mir die Haut verbrannten. Dann hob er den Kopf und sprach, es wird wahnsinnig sein, wahnsinniger gar, als ich es war. Er meine ich natürlich nicht es. Dann tauchte er den Kopf in meinen Bauch und als er ihn wieder erhob, hatte er das Kind im Maul. Das Maul eines Wolfs. Ich hörte, wie er es zuklappte, wie ein grässlicher Ton. Ich erwachte und der Schrei des Babys erhallte in meinem eigenen wieder. Dieser Junge wird unter dem stählernen Stern von Manor Cross geboren, unserem Siegel. Ich werde ihn heilen, was auch immer er auf diese Welt mitbringt. Nach Heilung sah das nicht aus. Muss ich dir mal attestieren. Dieser Schlangenkopf erinnerte mich an den Sündenfall. Jede Sekunde war wie ein Sieg, jedoch nicht unbedingt für mich. Diese alte Lampenart hatte keinen Schalter. Ich brauchte zwei freie Hände dafür. Okay. Dann sollten wir mal das Kabel verfolgen. Das Lampenkabel führte unter das Bett. Ich musste ihm folgen. Oh shit, und da drüben steht sie schon wieder. Können wir das irgendwie verschieben oder irgendwas damit machen? Nee, ne? Ich glaube nicht. Diese Leiche waren einige Bücher dargeboten worden. Hier liegt schon wieder eine Leiche. Wieso lasst ihr die denn alle liegen einfach? Margarets Tagebuch, Auszug 20. Ich glaube, das ist Margaret, die hier liegt, oder? Kann das sein? 26. August 1913. Heute ist Henry gestorben. Zuletzt sprach er mit William, den er flüsternd zu sich rief. Er bat Sarah, eine Jazzschallplatte aufzulegen, bevor er starb. Mich überrascht gar nichts mehr. Nach mehreren Gesprächen mit dem Vorstand werde ich offiziell Pflichten in der Vespa-Manufaktur übernehmen. Mir sind bereits einige Probleme in der Verwaltung des Unternehmens klar geworden, die ich allesamt von Henrys romantischer Natur verursacht wurden. Ich denke, die meisten kann ich lösen und damit den Profit verbessern. Wir werden die Strategie ändern und für die Zukunft planen. Vespa soll nicht mehr die Marke der Armen sein. Margarets Tagebuch, Auszug 7? Ist das eine 7? Keine Ahnung. Sieht seltsam aus. 12. April 1898. Heute war mein Geburtstag. Ich bin jetzt seit 17 Jahren auf dieser Welt. Es ist nun anderthalb Jahre her, dass wir den Mann begruben, der mir das Leben schenkte. Dieses Wesen, das bei uns gelebt hatte, war ein fleischgewandeter Abschaum. Jetzt ist alles besser. Ich verbrachte den Tag damit, unsere Familienarchive zu durchstöbern und mich an der Größe meiner Vorfahren zu erfreuen. Führungspositionen, die oft für die gute Sache starben. Führungspersonen natürlich. Damals war das Blut der Menschheit noch nicht befleckt. Heutzutage ist es sauer geworden wie Milch, die zu lange in der Sonne stand. Das hatte Vater umgebracht. Und damit wir niemals vergessen, muss ich die Schönheit alter Zeiten malen. Ich muss sie für die kommenden Generationen festhalten. Ich habe noch Hoffnung für unsere Familie. Früher oder später werde ich einen Manor Cross Nachfahren gebären. Bei Miss DeLong lerne ich sehr viel. Sie sagt, ich sei eine der talentiertesten Malerinnen von ganz Boston. Ich zeigte ihr die blauen Venen unter der Haut meines Armes und erinnerte sie daran, dass das Genie der Manor Crosses zuallererst und hauptsächlich an die Frauen weitervererbt wurde. Die war schon von sich überzeugt, ne? Ich konnte den Balkon auf der anderen Seite sehen.
Margaret und Henry Vesper, die verfluchten Besitzer dieses Reiches. Viele dunkle Gedanken wurden in diesem Zimmer geboren. Okay, ich wage mich mal nicht so sehr an das Bett ran, aber zumindest den Schrank hier können wir doch verschieben, oder? Auch nicht mit dem Streichholz in der Hand. Nicht gut, nicht gut. Okay, aber hier kommt das Kabel wieder raus. Vielleicht, wenn wir uns hier an der Wand halten? Viele dunkle Gedanken wurden in diesem Zimmer geboren. Ja, das hatten wir schon irgendwie. Die junge Margaret, ein hübsches Gesicht, das einen Sturm verdeckte. Okay, wir haben zumindest schon mal irgendwo Licht erzeugt.